So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Adi Schatz! Alles Gute! Erstmal ausrasten, los. Mann, du siehst aber betröppelt aus. Sieht aus wie ich, ne? Wir holen erstmal dem Adi sein Adventskalender. Wir haben nämlich heute das Türchen Nummer 22. Es sind nämlich nur noch genau drei Türchen, die ausstehen. Das machen wir jetzt auf. So, der ganze Adventskalender fliegt einfach auseinander, fliegt davon, mein kleiner Freund. Hier ist dein Tütchen. Noch drei Tage, beziehungsweise noch zwei Tage eigentlich. Guck dir das an. Das heißt, ich habe noch drei Biers. Heute, morgen, übermorgen. Da muss doch jetzt noch der absolute Klassiker dabei sein. Momentan sehe ich da eher schwarz. Einmal für den Adi-Schatz. Bitteschön. Jo, bitte, kleine Schweinsnase. Das ist nur eins. Mach dir darüber keine Sorgen. Das ist das zweite. Mach dir darüber auch keine Sorgen. Ja, ich pack dir den Rest einfach hier hin. Ich suche deine zwei Krümel, die runtergefallen sind. Mach nochmal diesen hier. Ui. Und wir kommen natürlich zum Bier-Adventskalender, wo wir jetzt auch hier die Nummer 22 haben, diesmal ganz unten. Das ist wieder, man sieht überhaupt gar keine Flasche, wenn man da reinguckt. Das ist wahrscheinlich wieder eine dickbauchige, aber klein und rund und kurz und knackig. Und oh mein Gott, was ist das? Das ist Braumanufaktur Herke. Also, eine kleine, dickbauchige Flasche. Braumanufaktur Herke. Jetzt gucken wir mal vorne drauf. Naja, gebraut in Peine. Braumanufaktur Herke Hell. Es ist wieder so ein richtig altes, pappiges, komisches Etikett. Hinten strohgelb präsentiert sich das helle, unter luftigem Schaum mit einer dezenten Hopfennote. Ein feines, blumiges, leicht grasiges Aroma unterstreicht die Spritzigkeit. 5,1%. Hier, ich weiß gar nicht, was das ist oder sein soll. Hier an der Seite ist irgendwie ist so golden. Als würde hier was stehen oder als wäre das ein... ich weiß nicht, was das sein soll. Es hat auf jeden Fall hier oben ist es rot, da ist es rot, hier ist einfach dann nichts, hier ist im Hintergrund schön eine kleine Landschaft, also an sich, ja, sieht das halt jetzt nicht so heftig aus, aber irgendwie, je länger ich drauf gucke, desto besser gefällt es mir eigentlich. Diese verschnörkelte Schrift, dieses graue, dieses cremige, dieses oldschool, aber trotzdem auch hippe Elemente drin. Ich würde trotzdem, glaube ich, nur eine 3 geben. Eine 3, einfach allgemein. Eine allgemeine 3. Das vermischt irgendwie alles. Das vermischt das, was ich gut finde und das, was ich nicht gut finde, alles in einem. Deckel ist auf jeden Fall cool. Der Deckel macht einen guten Eindruck. Der Deckel, der schimmert auch richtig. Aber irgendwie, gerade durch die Flaschenform, ist es halt einfach, es ist was anderes. Es ist komplett anders. Eine 3 für das Etikett. Kommen wir zum Schaum, kommen wir zur Farbe. Da wurde ja gerade voll am Kopf mit Gold geködert. Jetzt schauen wir mal, ob das auch so bleibt. Eine goldene Note. Ja, wir schenken den hier so. Das wieder langsam machen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, so wie das ausschaut, ist diesmal gar kein Landgang dabei. Ich glaube, ich muss wirklich am 24. Mal von den zwei vergangenen Jahren das Landgang-Bier raussuchen. Holen, zeigen, dass man sieht, was ich meine, wenn ich immer sage, mir fehlt irgendwas jugendlich Spritziges, denn das Landgang hatte damals von mir direkt 5 Punkte bekommen fürs Etikett und seitdem habe ich sowas einfach nicht mehr gesehen. Stellen das jetzt hier ab, nehmen das mal jetzt hier in die Hand, gucken uns das jetzt mal hier an. Das ist auf jeden Fall klar. Es ist hell, steht auch hell drauf.
Und ich glaube, durch das Helle kriegt es von mir auch nur 3 Punkte. Wenn es irgendwie kräftiger wäre noch, 4 Punkte, 5 Punkte. Mir ist es ein bisschen zu wenig Farbe, obwohl es trotzdem sehr edel aussieht. Es passt eigentlich, so wie es aussieht, passt es eigentlich original zu der Flasche und zu dem Inhalt. Vielleicht haben wir die auch zu falsch und zu streng angesetzt in der letzten Zeit, aber ich habe schon kräftigere Farben erlebt, die einfach mehr wuchten. Da kannst du schön durchgucken, das finde ich auf jeden Fall cool, aber ist mir trotzdem etwas dann zu hell insgesamt. 3 für Etikett, 3 für die für den Schaum, für die Farbe. Wir haben noch den Geruch. Das riecht auf jeden Fall eher süßlich wieder. Jetzt riecht es wieder nach Seife. Jetzt riecht es irgendwie bitter. Eine bittersüße Seife. Es hat auf jeden Fall Geruch. Ich würde für den Geruch erstmal 4 Punkte. 4 Punkte. Dieses Bierige, was es sonst zu 5 treibt, ist hier durch das Seifige, aber das kann auch irgendwie anders. Es kann auch Bieriges sein, aber anderes Bieriges. Ich baue ab. Ohne Spaß. 4 Punkte für den Geruch. Wir kommen natürlich noch zum Geschmack. Ich hoffe, ich bin dann irgendwann durch. Dieses ständige Frühsgleiche. So, es ist kräftezehrend. Okay, der Geschmack ist wieder mal das Beste an allem. Der Geschmack, der bewegt sich auf einer... Er ist auf jeden Fall weniger als der 3. Jetzt muss ich nur wieder abwägen beim Trinken und beim Absetzen und die zwei Sachen kombinieren. Das Trinken. Gut, ich glaube, wir können einfach eine 2 geben. Eine 2 für Geschmack, weil... Ihr trinkt das und bei dem Trinken habt ihr irgendwie so ein Brennen schon wieder auf der Zunge. Es ist irgendwie angreifend, aber irgendwie leicht, aber beim Trinken permanent, ihr merkt irgendeine Säure oder so, was ich etwas unangenehm finde. Wenn es dann beim Absetzen nochmal richtig bitter nachkommt und sich festsetzt, dann ist das sogar eine 1 oder eine 0, aber da tut sich einfach gar nichts mehr. Ihr setzt das ab. Und es ist beim Absetzen so wie beim Trinken. Da kommt nichts nach. Das hat keinen Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist direkt beim Trinken schon da und ist da schon präsent. Das heißt, es bleibt so, wie es ist. Ich habe schon Schlimmeres erwischt im Kalender. Das ist nicht das Schönste, nicht das Angenehmste, aber man kann es trotzdem trinken. 2 für Geschmack. 2 Biers stehen auch aus, die 23 und die 24. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das 24 hat wieder eine Mütze auf. Das war's. Wobei, das sah ja aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ja.